Wunder dich schlau, der Podcast für alle wissenshungrigen Kinder mit Tobias vom Universum Bremen. Für mich ist es ein Wunder, dass Menschen auf den Mond fliegen können. Hallo Tobias, schön dich mal wiederzusehen. Hallo Peer. Schau mal, Sarah Marie wundert sich, dass Menschen zum Mond gereist sind. Und tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, das ist ja echt weit weg. Das ist doch ein Wunder, oder? Ja, wenn man sich den Mond nachts so anschaut, dann ist es schon unglaublich, dass Menschen dort schon mal waren. Allerdings ist es jetzt ja auch schon ganz schön lange her, 1972 zum letzten Mal. 1972 zum letzten Mal, das ist jetzt ja, wenn ich korrekt rechne, 49 Jahre her. Warum ist man danach nicht mehr dahin gereist? Hat man kein Interesse mehr daran, wenn man einmal da war? Das wohl nicht, aber es ist einfach sehr, sehr teuer und aufwendig, dorthin zu kommen. Das Mondfahrtprogramm der Amerikaner, das sogenannte Apollo-Programm, kostete, wenn man das ja so umrechnet in heutige Maßstäbe, etwa 120 Milliarden Dollar. Und dabei waren auch noch 400.000 Menschen beteiligt, das Ganze zu organisieren. 120 Milliarden Dollar und 400.000 Menschen, was haben die alles gemacht? Wofür braucht man denn 400.000 Menschen? Geplant, organisiert, das ist es einfach, nur wenige fliegen zum Mond und ganz viele müssen das unterstützen. Und wie viele Menschen waren denn jetzt schon auf dem Mond? Insgesamt 12 mit 6 verschiedenen Apollo-Missionen. 12 Menschen und 120 Milliarden Dollar hat das ganze Programm gekostet. Das sind ja, wenn ich korrigiere mich, aber das sind ja ungefähr durchschnittlich 10 Milliarden Dollar pro Ticket, oder? Ja, ganz so viel war es dann wahrscheinlich doch nicht, weil es gab ja diverse Apollo-Missionen ohne Landung und es gab auch immer Astronauten, die im Raumschiff auf der Umlaufbahn geblieben sind, während die anderen beiden auf dem Mond gelandet sind. Aber fest steht, es war einfach super, super teuer. So teuer, dass man sich das Jahrzehnte verkniffen hat. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, Tobias, aber die erste Mondlandung, die war wann genau? 1969. Und ich traue mich kaum zu fragen, aber hast du das damals schon live im Fernsehen gesehen? Das wurde ja weltweit übertragen und wir haben das alle gesehen. Ich war schon geboren. Ich glaube nicht, dass ich die erste Mission gesehen habe, also die erste Landung gesehen habe, aber ich habe eine Landung gesehen, das weiß ich. Meine Eltern haben mich dafür nachts irgendwann aufgeweckt und gesagt, das müsstest du unbedingt sehen. Und ich habe auch tatsächlich noch ganz verschwommene Bilder von Menschen auf dem Mond in meiner Erinnerung. Aber Tobias, sag mal, warum sollte man denn überhaupt auf diesen Mond wollen? Also ich stelle mir das der erstens sehr, sehr kalt vor und zweitens gibt es da ja irgendwie gar nichts. Ich habe mal gehört, nicht mal ordentliche Schwerkraft. Stimmt das? Ja, warum sollten Menschen da hin? Der Bergsteiger Edmund Hillary hat mal auf die Frage, warum er denn auf Berge steigt, gesagt, weil sie da sind. Und ich glaube, so ähnlich ist das beim Mond auch. Seit langem wollen die Menschen da eigentlich hin oder haben sich überlegt, ob sie das auch mal schaffen. Und irgendwann ging das technisch und dann haben sie es halt probiert. Außerdem ist der Mond natürlich wissenschaftlich ungeheuer interessant. Wie du schon sagst, die Bedingungen sind völlig andere als hier auf der Erde. Er hat nur eine minimale Atmosphäre, keine Luft zum Atmen, extreme Temperaturunterschiede und eine deutlich geringere Anziehungskraft. Ja, ich habe hier in der Ausstellung irgendwo gelesen. Moment. In welcher Ausstellung sind wir hier? Wir sind hier in der Sonderausstellung Up to Space, also eine Ausstellung rund um das Thema Raumfahrt. Genau. Und hier irgendwo habe ich auf dem Schild vorhin gelesen, dass der Mond nur ein Sechstel der Anziehungskraft der Erde hat. Und das Spannende oder Interessante daran ist, dass die Masse des Mondes sogar nur ein 81stel der Erdmasse ist. Warum dann ein Sechstel bei der Anziehungskraft? Das liegt halt daran, dass man, wenn man auf der Mondoberfläche steht, ist man sehr viel näher am Massemittelpunkt, also am Mondmittelpunkt dran. Und deswegen ist der Unterschied da nicht so groß, weil man bei der Erde eben viel größeren Abstand zum Massemittelpunkt hat. Beim Gehen soll das übrigens auch sehr, sehr hinderlich sein, insbesondere weil die Raumanzüge natürlich auch ohne den Luftdruck so ganz aufgeblasen sind und deswegen ist es auch relativ schwierig, dort zu gehen, weswegen wohl einige der Astronauten eher gehüpft sind als gelaufen sind. Das habe ich vorhin hier irgendwo gesehen. Da gab es eine Installation, ein,
ein Exponat, wie du das immer nennst, mit einem Gerüst und Bungee-Seil und Klettergurten. Und da kann ich mich reinhängen. Ja, das ist unser Mondspaziergang. Da kann man sich, wenn man in diesem Klettergurt drin ist, sich langsam hoch und runter bewegen und hat dabei dann noch eine VR-Brille auf der Nase, die eine Mondlandschaft zeigt. Das Ganze ist dann so, als ob man da eintaucht und man kann testen, wie das mit dem Gehen und dem Hüpfen auf dem Mond funktioniert. Du hast vorhin gesagt, es gibt überhaupt keine Luft da oben auf dem Mond. Also ich kann da gar nicht atmen. Nein, es gibt nur eine ganz schwache Atmosphäre. Die Fachleute nennen das dann Exosphäre. Das liegt vor allem daran, dass die Mondmasse einfach sehr gering ist. Die kann die Atmosphäre oder eine Atmosphäre wie auf der Erde gar nicht halten. Die fehlende Atmosphäre führt dann übrigens auch zu den starken Temperaturkontrasten. Also im Sonnenlicht sind es bis zu 120 Grad etwa und in den ganz schattigen Kratern an den Polen vom Mond kann das bis minus 230 runtergehen. Und spannenderweise gibt es auch aufgrund der fehlenden Atmosphäre keine farbigen Sonnenuntergänge, sondern auf dem Mond ist es eher so wie Licht an, Licht aus, fertig. Ja, also keine Atmosphäre, die das Licht noch streut. Auf der Erde gibt es ja wunderschöne rote Sonnenuntergänge, auf dem Mars zum Beispiel blaue Sonnenuntergänge. Moment, auf dem Mars sind Sonnenuntergänge blau. Das muss ich mir angucken. Kannst du auch. Musst du einfach auf die Website der NASA gehen. Da gibt es diverse Bilder, Fotos von Mars-Missionen mit Ländern. Und die haben Bilder zur Erde gefunkt, unter anderem auch Bilder von Sonnenuntergängen. Gut, das mache ich. Übrigens gibt es auf dem Mond wegen der geringen Atmosphäre auch keinen Wind und keine Erosion. Das heißt, die Fußspuren von den Astronauten, die sehen heute noch so aus wie vor 50 Jahren. Ohne Wind wird der Staub und der Sand also nicht bewegt, was auch dazu führt, dass die Körnchen vom Sand sehr, sehr scharfkantig sind. Also nicht wie der Sand bei uns auf der Erde, in der Sahara zum Beispiel, der so durch die Gegend gewirbelt wird und sich dann so, ja, so abschleift? Ja, auf der Erde würden Sandkörner durch Wind und Wasser immer hin und her bewegt und dann stoßen die gegeneinander und werden langsam rund. Auf dem Mond sind die Körner eher wie, ja, kann man sich vorstellen, wie kleine Glassplitter. Aus dem Grund müssen ja, Schuhe, Kleidung und Geräte auch sehr robust sein, weil die Körner halt so scharfkantig sind. Und um das vorher auf der Erde zu testen, braucht man sogenannte Simulante. Das sind Sedimente, die diese Bedingungen simulieren. Und da nimmt man zum Beispiel scharfkantige Sedimente von Vulkanausbrüchen. Nun ist der Mond ja durchaus ein paar Kilometer entfernt, ne? Wie viel genau? 384.000 Kilometer. Das ist ja schon eine kleine Entfernung. Wenn wir mit Astronauten auf dem Mond kommunizieren, dann gibt es da doch bestimmt eine Zeitverzögerung, oder? Ja, ungefähr 1¼ Sekunde. Das können wir hier in der Ausstellung auch an einem Exponat sehen, nämlich an dem Mondfahrzeug. Das kannst du steuern und kannst dann auf dem Bildschirm mit einer Verzögerung sehen, was du gemacht hast. Also man muss sich überlegen, das dauert 1¼ Sekunde für das Signal, bis es auf dem Mond ist und dann nochmal 1¼ Sekunde, bis es wieder zurückkommt. Das heißt, nach 2½ Sekunden sehe ich, was ich gemacht habe. Und das irritiert natürlich ungemein. Du kennst es ja auch vom Telefonieren, ne, mit dem Smartphone. Manchmal hat man da auch so eine Verzögerung drin. Das ist eigentlich ganz ähnlich und das irritiert natürlich. Kommen wir doch mal unserem Wunder etwas näher, Tobias. Wie komme ich denn jetzt zum Mond? Wie geht das? Naja, mit Raketen und dem dazugehörigen Raumschiff. Eine Rakete und ein Raumschiff, das sind also verschiedene Dinge, ja? Ja, genau. Die Rakete ist ja eigentlich nur dafür da, dass du den Schub bekommst, um die Erde verlassen zu können. Und auf dem Weg nach oben werden immer wieder Teile von der Rakete abgesprengt und am Ende bleibt eigentlich das Raumschiff übrig und fliegt dann mit eigenem Antrieb weiter. Also das war bei der Mondmission, war das damals, also bei den Apollo-Missionen, war das früher die Saturn V-Rakete und bei der ersten Mondfahrt,
dann noch das Columbia-Raumschiff und dann als drittes braucht man noch zum Landen eine Landefähre, die damals Eagle hieß. Ah, das habe ich natürlich schon mal gehört. The Eagle has landed oder so ähnlich. Ja, Eagle, das war sozusagen noch ein kleines Raumschiff am Raumschiff. Eben die Mondlandefähre, mit dem die Astronauten dann auf dem Mond gelandet sind und später auch wieder zum Raumschiff zurückgekehrt sind. In der Zukunft ist es übrigens so, dass für die geplanten Mondmissionen der NASA eine neue Rakete entwickelt wurde, die SLS-Rakete und das Orion-Raumschiff. Und davon haben wir hier in der Ausstellung ein Modell. Da sieht man den hinteren Teil des Orions übrigens. Das ist das Service-Modul, quasi die Versorgungseinheit des Raumschiffs. Und das wird ja hier bei uns in Bremen gebaut. Ja, und Orion ist eigentlich dann das Raumschiff, was die Menschen zurück zum Mond bringt und später auch dafür genutzt werden soll, um zum Mars zu gelangen. Es gibt also durchaus Überlegungen, nochmal zum Mond zu fliegen. Ja, sogar schon in den nächsten Jahren. Also die Angaben variieren immer und es wird immer wieder nach hinten verschoben. Aber in 4-5 Jahren ist eigentlich die erste Mondmission geplant. Interessanterweise gibt es ja auch mittlerweile private Anbieter, private Firmen, zum Beispiel SpaceX, die auch Mondmissionen planen. Aber wann jetzt da die nächste ist, geplant ist, weiß ich nicht. Wie lange dauert denn eigentlich so eine Reise zum Mond? 384.000 Kilometer? Das muss ja erstmal zurückgelegt werden. Bei den Apollo-Missionen waren das 3 Tage. Und wie läuft dann so eine Mondreise ab, so ganz konkret? Muss ich da sehr pünktlich am Check-in sein zum Beispiel? Da läuft doch bestimmt alles nach Stechuhr, oder? Ja, eigentlich dauert der Check-in ewig, nämlich nicht irgendwie ein paar Stunden, sondern das ist eine Sache von Jahren oder Jahrzehnten, weil erstmal musst du ja ausgewählt werden als Astronautin oder Astronaut, dann musst du ja viel lernen und viel trainieren. Das klingt nach einem Beruf, für den man eine etwas längere Ausbildung benötigt. Ja, im Prinzip braucht man fast 2 Ausbildungen. Also wenn man sich bewirbt, dann ist man schon irgendwie Naturwissenschaftlerin oder Techniker oder so. Mhm. Und dann kommt ja noch das jahrelange Training eigentlich. Man muss ja vorbereitet werden auf diese enormen Kräfte, die bei dem Start der Rakete wirken und auch auf ja, die Schwerelosigkeit. Diese starke Beschleunigung und Schwerelosigkeit sind ja Bedingungen, die wir als Menschen sonst nicht so kennen. Das ist einfach eine gewaltige körperliche Herausforderung. Es kann sein, dass du ja ein super Wissenschaftler bist und dich super gut auskennst, Experimente durchführen kannst, aber eben diese körperlichen Anstrengungen, die mit Start und mit der ganzen Raumfahrt verbunden sind, eben nicht erträgst. Und das ist eben genauso wichtig. Wie viele Menschen gibt es denn eigentlich, also momentan, die sowas aushalten? Also wie viele Astronauten gibt es? Also es gibt schon einige Astronauten und Astronautinnen. Die NASA hat im Moment wohl 47, wovon etwa 20 dann auch für die kommenden Mondmissionen vorgesehen sind. Und dann gibt es natürlich noch Astronauten von zum Beispiel der Europäischen Weltraumagentur, der ESA. Da gibt es zurzeit 7 Personen, die vor allem im Moment zur ISS fliegen. Und noch in vielen anderen Ländern gibt es auch Astronautinnenprogramme. Okay, das ist heute. Aber früher, die Apollo-Mission. Wenn die zum Mond geflogen sind, was haben die denn da oben eigentlich gemacht? Vor allem haben sie tatsächlich Steine gesammelt. Insgesamt auf allen Missionen zusammen 380 Kilo und wieder mit hergebracht. Dann haben sie Fotos gemacht und natürlich jede Menge verschiedene und unterschiedliche Messungen an der Mondoberfläche. Und sie haben auch Golf gespielt. Moment, auf dem Mond wird Golf gespielt? Wir machten sowas. Der Astronaut Alan Shepard, der hatte einfach 2 Golfbälle mitgenommen und den Kopf eines Golfschlägers. Den hat er dann dort auf einen Instrumentenstiel montiert und dann versucht, die Golfbälle abzuschlagen. Das war wohl gar nicht so einfach, weil er eben in diesem dicken Raumanzug steckte und die Bälle dabei auch nicht gesehen hat, aber am Ende hat er es geschafft. Wie weit konnte er denn schlagen da auf dem Mond? Ohne Atmosphäre, das habe ich ja vorhin gelernt. Ja, darüber scheint man sich auch nicht so einig zu sein. Also die Angaben, die reichen von ja, ein paar wenigen Metern und mehr oder weniger verunglückten Versuchen über 40 Meter bis mehrere hundert. Und Shepard selber soll wohl dabei gesagt haben, miles and miles and miles, also sozusagen Kilometer oder Meilen weit sollen seine Bälle geflogen sein. Was sicher ist, die beiden Golfbälle liegen
noch heute auf dem Mond. Ja, wie übrigens ganz viele Sachen. Also die Mondmissionen haben Mondfahrzeuge hinterlassen, Messgeräte natürlich, amerikanische Fahnen, dann die Gestelle der Landemodule und auch die später abgestürzten Mondlandefähren, nachdem sie die Astronauten zurück zum Raumschiff gebracht hatten. Und zukünftig soll es ja neue Mondmissionen geben. Aber was wollen wir denn da oben eigentlich doch? Wir waren doch schon da. Ja, wir waren schon da, aber es gibt durchaus verschiedene Gründe, wieder hinzufahren. Also von so banalen Sachen wie Rohstoffe, die es dort gibt und auf der Erde eher rar sind. Dann aber auch so Dinge wie die Beobachtung von Asteroiden. Also Asteroiden, die Erde potenziell bedrohen können, die werden wohl mit Hilfe von Radiowellen geortet. Und das kann man auf der mondabgewandten Seite absolut frei von Störsignalen von der Erde tun. Insofern ist das für die Zukunft vielleicht wichtig. Ganz vor allem ist es aber eine gute Basis, um später mal zum Mars zu kommen. Also weil vom Mond aus lässt es sich ja einfacher starten als von der Erde. Und insofern ist es ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Mars. Da oben soll es dann also eine Basis geben, so eine Art kleines Monddorf? Ja, zunächst soll es wohl eine Raumstation geben, ähnlich wie die International Space Station, ISS, die ja die Erde umkreist, soll es auf einer Umlaufbahn um den Mond das sogenannte Lunar Gateway geben. Denn von da aus kann man dann astronautische Missionen zur Mondoberfläche machen und aber eben auch weiter zum Mars. Aber die nächsten Missionen werden wohl die Artemis-Missionen der NASA sein, also die zukünftigen Mondmissionen. Dafür sind auch schon Teilnehmer ausgesucht worden, 10 Männer und 8 Frauen. Denn bei der ersten Mondlandung soll dann auch definitiv eine Frau dabei sein. Und die ESA wird auch noch Astronauten und Astronautinnen bereitstellen. Übrigens, die ESA sucht in diesem Jahr wieder neue Astronauten und Astronautinnen. Das wäre doch deine Chance, oder? Nein, ich bin zu unsportlich, glaube ich. Aber du hast doch schon, du kannst dir doch Hoffnung machen, oder? Ich meine, du bist Wissenschaftler. Du bist einigermaßen, also verhältnismäßig jung, wenn ich das mal in aller Öffentlichkeit sagen darf. Du machst einen drahtigen Eindruck. Ich glaube, ich bin zu alt. Aber außerdem bin ich Geologe. Das würde zwar passen, aber vor allem interessiert mich da die Erde dann doch ein bisschen mehr als der Mond. Also ganz ehrlich, wenn du die Chance hättest, auf den Mond zu fliegen, würdest du es machen wollen? Ich glaube, ich hätte zu viel Angst. Tobias, vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder bei dir sein durfte, viele spannende Dinge erfahren durfte, diesmal über die Fahrt und die Reise zum Mond. Danke und bis zum nächsten Wunder. Ja, super. Bis zum nächsten Mal. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.